Also ich will noch einmal sagen, dass dieser Schulkonsens bedeutet, dass wenn nach den Ferien ein Kind eingeschult wird, dass es in Nordrhein-Westfalen die Chance hat, seine Schullaufbahn zu beenden, ohne eine Schulformdebatte und Schulformdiskussion zu haben. Das ist, finde ich, schon mal ein Wert für sich. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass der Konsens, den wir gefunden haben, nicht nur die Schulpolitik in Nordrhein-Westfalen befriedet, sondern auch die Arbeit der Schulformen in Nordrhein-Westfalen befriedet. Und dass damit Ruhe in unseren Schulen einkehrt. Die Gymnasien haben mit diesem Konsens einen klaren Alleinstellungsmerkmal für das Abitur, für die Vorbereitung auf Studierfähigkeit. Die Realschulen haben durch diesen Konsens eine Möglichkeit, ihr Profil zu stärken oder ein großer, gewichtiger Bestandteil der Sek-1-Schule zu werden. Und unsere Hauptschulen haben die Möglichkeit, in der Sek-1-Stufe ihre Qualitäten, die sie insbesondere in der Berufsvorbereitung in den letzten Jahren entwickelt haben, auch in diese neue Schulform einzubringen. Es wird die Schuldebatte vor Ort unter Schulen befrieden und ich glaube, dass es dann am Ende dazu führt, dass wenn wir nicht mehr so viel über Schulformen reden, wir mehr über die Qualität unserer Schulen reden und uns um die Qualität unserer Schulen sowohl auf der kommunalen Ebene wie auf der Landesebene stärker im Fokus nehmen. Ich glaube, dass wir einen weiteren Punkt erreicht haben, nämlich, dass das Wetteifern um Schulstandorte in den Kommunen ein Stück weit aufhört. Also Schulpolitik zu machen mit den Kindern aus der Nachbargemeinde, führt zu Problemen. Ich habe früher mal in einer Pressekonferenz gesagt, früher hat man sich gegenseitig die Kühe geklaut, jetzt klaut man sich die Kinder, um eine Schule vor Ort zu halten. Schulveränderungen gehen nach diesem Papier nur im regionalen Konsens. Und das ist wichtig. Vor allen Dingen auch, wenn man daran denkt, dass wir die Ressourcen ja auch, die in Form von Gebäuden dastehen, vernünftig nutzen müssen. Und ich habe sehr viel Spaß daran, dass es uns gelungen ist, in dieser neuen Schulform, vor allen Dingen in der Klasse 5 und 6 bei dem gemeinsamen Lernen, dass wir dort keine zwingenden gymnasialen Standards haben, sondern dass auch die Kinder, die bislang auf eine Hauptschule gegangen sind, so gefördert werden, dass ihre Talente sich so entwickeln können, dass es auch für sie gerecht ist und vernünftig ist. Also die zwingende zweite Fremdsprache und diese Dinge haben wir herausgenommen, weil man eben auch die individuelle Förderung unterschiedlicher Talente braucht, sodass ich auch glaube, dass diese neue Schule eine Schule ist, die sich sowohl der Entwicklung der Kinder hin zu einer Oberstufe verpflichtet fühlt, wie aber auch auf eine vernünftige und solide Vorbereitung auf die duale Berufsausbildung erfüllen wird. Und damit wir natürlich die Möglichkeit haben, auch ortsnahe Schulangebote in ländlichen Regionen zu halten, wo wir aufgrund der Demografie ja noch Entwicklung in den nächsten 10, 20 Jahren erwarten müssen. Ich bin, das hier sagen, als Fraktionsvorsitzender auch den Schulpolitiker meiner Fraktion, Kaiser, Herrn Sternberg, sehr dankbar für die Mitarbeit. Wir haben heute in der Fraktion über 2 Stunden über dieses Papier diskutiert. Es war eine sehr ernsthafte Debatte, aber es war auch eine Debatte, wo viele gesagt haben, es ist wirklich ein Ergebnis, hinter dem man stehen kann. Es ist nicht das Nebeneinanderstellen etwa von der Gemeinschaftsschule, der Regierung und meinetwegen auf unserer Seite der Verbundschule in ein Gesetz, sondern es ist ein echter Kompromiss und es ist eine echte neue Schulform, in der viel Gutes der Realschule, einiges der Gesamtschule, viel Gutes der Hauptschule einfließt. Und deswegen ist es wirklich, glaube ich, was wir hier hingekriegt haben, etwas, was die bildungspolitische Debatte über Nordrhein-Westfalen in Deutschland, da bin ich sicher, verändern wird. Ja. Ich glaube, dass diese Idee, die wir haben,
auch in der Bundespolitik, das heißt über unser Land hinaus in der Schuldebatte, eine erhebliche Rolle spielen wird, dass es möglich ist, in einer solchen Situation die Systeme miteinander zu versöhnen, sie nicht gegenseitig auszuspielen. Und ich finde, darüber können wir ein bisschen stolz sein. Als alter Parlamentarier sage ich, ich bin auch froh, dass dieser Kompromiss unter Politikern gefunden worden ist. Wir sind die Gewählten. Das Schulgesetz wird jetzt im Landtag von Nordrhein-Westfalen gemeinsam vorbereitet. Das ist auch eine Stärkung des Parlamentarismus, denn diese Entwicklung, die man oft sieht, immer dann, wenn Spannung wird, braucht man irgendwelche Kommissionen, die aber von niemandem gewählt sind, haben mich als Parlamentarier schon immer geärgert. Also, Sie sehen auch hier ein Stück lebendigen Parlamentarismus, ein Stück, dass Politik in der Lage ist, nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen, sondern auch in der Lage ist, noch etwas Neues zu gestalten. Und deswegen glaube ich, dass es über die Schule hinaus auch für den Parlamentarismus in Nordrhein-Westfalen heute ein guter Tag ist.